Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen beim Digitalfuchs. Ich hoffe, ihr seid gut reinkommen in das neue Jahr 2018. Und ich möchte nicht lange um den heißen Brei rumreden. Wir sind wieder bei einer Folge Pimp My Ride, wie jeden Montag. Und heute habe ich für euch eine Reise in die Vergangenheit vorbereitet. Ja, jetzt natürlich werdet ihr sagen, wie mit dem DeLorean. Ja, mit dem könnte man natürlich auch in die Vergangenheit reisen. Aber den kann man so schlecht pimpen. Zumindest jetzt bei Rocket League. Deswegen habe ich für euch vorbereitet den Imperator DT5. Und diesen habe ich auch für euch im Gewinnspiel. Also falls das Video noch aktuell ist, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen und beim Gewinnspiel mitmachen. Den werden wir jetzt ein bisschen aufpimpen. Ich weiß, alle von euch sind immer so scharf auf Mystery Decals. Und ich muss auch sagen, der Wagen sieht einfach hammermäßig aus mit Mystery Decals. Nichtsdestotrotz, hier auch schön mit Heatwave, Labyrinth, Parallax steht dem einfach fantastisch. Da kannst du drauf machen, was du möchtest. Ich habe mich dennoch entschieden, dass ich für euch einfach hier mal normales Decal nehmen werde, nämlich hier Instandsetzung. Das ist natürlich ganz cool, dass man so ein bisschen mit den Farben herumspielen kann. Und er sieht dann einfach ein bisschen klassischer und ein bisschen mehr nach 80s aus, will ich fast mal sagen. So, wir hauen auf jeden Fall Anodize noch mit drauf. Das verleiht dem Ganzen hier so einen schönen Glanzschimmer natürlich. Und hier machen wir auch Anodize drauf. Beziehungsweise halt hier lassen wir das Ganze mal bei Metallic. Dann hat es so einen Metallschimmer einfach dazwischen. Sieht auch ganz cool aus. Und hier machen wir auch Anodize drauf und hier auch Metallic. So, das ist so ein bisschen unser Look. Von den Farben her würde ich mal sagen, machen wir den auch so ein bisschen hier, so vielleicht Teile 2, Spalte, ja auch 2, sagen wir mal so. Das wäre eigentlich ganz gut. Spalte 2, Zeile 2, sieht eigentlich ganz gut aus. Und für Team Orange, ja, da nehmen wir vielleicht auch einfach mal so ein bisschen was in die goldene Richtung so ein bisschen vielleicht. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, die 80s waren ziemlich viel mit Bling Bling, Glitzer und Gold und alles. Ich glaube, daher würde das ganz gut so passen. Und ja, jetzt ist natürlich die große Preisfrage, was hauen wir da für Räder drauf? Denn da muss man natürlich auch sagen, soll der Look natürlich nicht verschandelt werden. Ich schwanke jetzt noch so ein bisschen hin und her zwischen relativ schlichten Rädern, nämlich hier zum Beispiel die Gaiden oder die Hero. Die Hero sind zumindest mal aus der gleichen Box, aus der gleichen Kiste und wir hätten damit einen coolen Look. Aber ich glaube, wir entscheiden uns tatsächlich in dem Fall, weil die 80s natürlich auch so ein bisschen hier im Disco-Fieber waren, für die normalen Discotec-Räder drauf. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal so ein bisschen an. In den beiden verschiedenen Farben. Und ich glaube, Manta Manta lässt grüßen. Ich glaube, wir haben hier einen ziemlich coolen Look erzeugt, der so ein bisschen an die 80er Jahre angelehnt werden soll. Schreibt mir mal das Ganze in die Kommentare, wie ihr den Look findet. Ob ihr euch so ein Auto zulegen möchtet überhaupt, so ein Imperator DT5. Oder ob ihr sagt, ist jetzt optisch so überhaupt gar nicht. Meinst du, dieser klassische Retro-Look? So, haut mir auf jeden Fall auf den Like-Button. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann sagt der gute Digitalfuchs, ist ja eigentlich doch ganz interessant. Haut mir auf jeden Fall noch auf den Abo-Button. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Digitalfuchs.